Ich bin auf dem Weg, bekomme meine Therapie und bin auch sehr excited deswegen, weil ich merke, dass sie langsam was bringt. Voll viele haben gefragt, was ich für eine Therapie mache. Das ist wie so ein Streckgerät. Ich kann es euch vielleicht gleich mal zeigen. Da liege ich dann und dann wird mein Kopf so gestreckt und dann wird irgendwie Raum geschaffen zwischen den Knochen und dann kann die Bandscheibe eventuell besser reinfluppen. Warum sind die Leute so? Warum sind sie so früh am Morgen so aggro? Da hat sich gerade einen hinter mir abgehupt. Ich durfte links abbiegen und ich habe mich hingestellt und habe geblinkt. Okay, vielleicht habe ich auch vergessen zu blinken, habe zu spät geblinkt. Ups. Ja, genau. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Therapie. Tobi ist auf dem Weg nach Helsinki. Der fliegt jetzt für 4 Tage nach Lappland, die Sau. Ich will das auch unbedingt irgendwann mal machen. Und er fliegt da jetzt mit einer Firma hin und driftet auf dem Eis und das ist schon cool. Also ich habe das schon ihm gesagt, ich bin dezent neidisch. Aber wir gönnen, wir sind nicht Gönner, wir Gönjamin. Und ja, jetzt ist es so, dass ich wie gesagt gerade meine Therapie habe und darf gleich aber trotzdem nach Düsseldorf fahren zum Flughafen, weil Herr Wolf etwas vercheckt hat. Er hat einem Freund geholfen. Dabei hat er vergessen, sein Auto zu einem Kumpel zu bringen, weil er kriegt TÜV irgendwie. Hallo Bruder. Und das Ding ist jetzt, er kriegt TÜV und hat jetzt einfach den Schlüssel, aber blöderweise an seinem Schlüsselbund dran. Und dann hat sein Kumpel... Wow. Dann hat sein Kumpel ihn angerufen und meinte dann so, ja, hör mal, wo ist das Auto? Und er so, wie, wo ist das Auto? Ja, wo ist das Auto? Das Auto steht nicht hier. Stimmt ja. Und long story short, der Kumpel will das Auto heute Abend abholen, aber es ist kein Schlüssel da. Der Schlüssel ist an Tobis Schlüsselbund. Deswegen hat Tobi den Schlüssel versteckt und ich hole den gleich in Düsseldorf am Airport ab. Halbe Weltreise, ey, um Autoschlüssel zu holen. So, ich habe jetzt einen Kaffee. Parkticket musste ich auch gerade noch mal irgendwie separat checken, weil es nicht ging. Und jetzt geht's nach Hause. Sport verschiebe ich dann auf morgen. Oder heute Abend. Oder so. So, also nochmal guten Morgen. Ich bin gerade am Flughafen angekommen. Ich habe mir gerade Frühstück geholt. Und ja, bin jetzt hier in so einer Lounge quasi drin, weil ich so ein... Ich habe mir damals über meine Kreditkarte so einen Priority Pass gemacht. Da kann man an jeweiligen Flughäfen in so eine Lounge kostenlos reingehen. Ja, hab mir jetzt ein Brötchen geholt, um was zu trinken. Werde das jetzt mal essen. Hab noch gut eine Stunde Zeit. Also bin genau in time. Werde jetzt noch ein bisschen am Laptop arbeiten. Und dann geht es nach Finnland. Ja. In Finnland erwartet mich nämlich einiges. Und zwar Eisdriften. Ich gehe auf einen zugefrorenen See zusammen mit Michelin. Wir werden geile Fahrzeuge da haben und werden da mal ein bisschen die Sau rauslassen. Da habe ich richtig Bock drauf, habe ich auch noch nie gemacht. Ich meine, ich war mal in Zell am See oder auch in Österreich auf so Schnee-Eisflächen, aber so ein richtiger, großer, zugefrorener See ist schon was anderes. Und das wird richtig cool. Wir haben jetzt erstmal Zwischenstopp in Helsinki und verbringen da eine Nacht. Und dann geht es weiter nach Lappland hoch, da wo auch die Polarlichter sind. Im Flugzeug, Leute. Ja, wir sitzen jetzt im Flugzeug. Wir, meine ich mit. Ich habe schon den Teil meiner Truppe gerade getroffen, den habe ich gerade angesprochen. Und ja, wir sind jetzt ganz entspannt auf jeden Fall im Flugzeug. Sachen am Start. Wichtig ist, wir haben YouTube-Downloads schon mal gemacht. Erstmal ein paar Folgen runtergezogen, die wir uns jetzt reinziehen werden. Und ja, dann geht es jetzt erstmal nach Helsinki, 2,5 Stunden. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that.
closer, closer. I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby. Got me hooked on your ones. So, raus aus der Bude. Bye, bye. Hey, 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 tschüss. Haben wir auch was gelernt jetzt. Das ist mein Tonlook für heute. Ganz fesch, oh mein Gott. Ey, best story, wirklich. Mein Herz blutet. Ich glaube, die kriegen wir nie wieder hin. Die ist schon so trocken und am Bröseln. Die war toll, das war eine wundervolle Pflanze, die war komplett grün. Ja, dann wurde hier der Boden gemacht, dann wurde die Pflanze rausgestellt, über Nacht draußen vergessen, am nächsten Tag hat die Sonne drauf geknallt. Happy Birthday. Ich glaube, die kriegen wir nicht mehr hin. Also die ist wirklich so kaputt. Das Einzige, was man jetzt ausprobieren könnte, ist, weil ein bisschen grün ist sie dann teilweise schon noch, dass man die kürzt, oder? Vielleicht habt ihr einen Tipp. Mein Herz blutet, Mann. Tobi ist voll happy, dass die kaputt ist. Jetzt mal auf blöd gesagt, ne? Dem geht diese Pflanze irgendwie auf den Sack, warum auch immer, keine Ahnung. Ist natürlich doof, eine Pflanze, dass sie kaputt geht. Das sagt auch Tobi, er macht da immer Spaß drum, aber weil ihm diese Pflanze einfach manchmal so abfuckt, sagt er einfach so, endlich ist er am Arsch. Ja, ich fahre jetzt mit Lien zum Turnen. Ich habe ihn angemeldet beim Turnen einmal die Woche, weil dieses Kind braucht viel mehr Bewegung. Im Sommer hat er die, aber im Winter halt einfach nicht. Deswegen habe ich mich informiert und durch eine Freundin erfahren, dass es bei uns nicht weit weg, ja, dass man da turnen kann. Deswegen dachte ich mir, let's go. Lien ist jetzt auch schon angezogen. Ich habe mir jetzt gerade noch ein T-Shirt drunter gezogen, falls es warm wird. Ich habe keine Ahnung, ob es warm wird. Dann mache ich immer gerne den Zwiebellook. Ziehe mir jetzt noch Socken an und dann geht es dorthin. Ich habe jetzt gerade Daily noch fertig geschnitten und nachher bekomme ich noch Besuch und zwar von, oh Gott, dieses Aufstoßen jedes Mal. Von Nina, Dean und Sebastian. Jetzt geht's los. Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's los. Hier spielt die Musik. Lien, jetzt ist dein Einsatz. Sing mal. Und wenn es... Angekommen in Helsinki, Leute! So, ich mache euch mal schnell hier eine Roomtour, damit ihr es einfach mal gesehen habt. Wir sind im Hotel Hafen, weil wir direkt am Hafen sind oder so. Keine Ahnung, ob das ein Wortspiel ist oder ob das wirklich auf Finnisch Hafen heißt. Aber das ist mein Zimmer. Wir haben ein cooles, entspanntes Bett mit so einem kleinen... Ich sag mal, es sieht ein bisschen älter aus, aber es ist ganz cool, ganz gemütlich. Ich freue mich voll. Ja, für eine Nacht. Perfekt. Gucken wir uns einmal das Bad an. Ja, Badewanne, Dusche in einem. Schön. Ist gut. I like. Gefällt mir. Your bar. Okay. Nice. Ja, das auf jeden Fall zu der Roomtour. Wie steht oder was steht für uns jetzt heute an? Wir gehen jetzt gleich Mittagessen und heute Abend um 19 Uhr haben wir ein Dinner. Da werden wir uns dann alle zusammen dann kennenlernen und die alle auf dieser Reise mit sind. Ein bisschen was über den nächsten Tag besprechen. Morgen ist ja der coole Tag, wo wir auf diesen riesen Eisseen sind, die zugefroren sind mit diesen speziellen Autos und sowas. Und ja, eigentlich jetzt heute ein bisschen den Tag genießen. Ich guck mal, dass ich euch gleich noch mitnehme oder ein bisschen was zeige. Und wenn nicht, springen wir jetzt einfach mal direkt zu Maren zurück und gucken wir mal, wie ihr Tag gerade ist. Du hast eine ganz wichtige Aufgabe, okay? Gut, du musst Spaghettis suchen. Draußen musst du Spaghettis suchen. Siehst du Spaghettis? Ich habe ein Spaghetti. Eine Spaghetti hast du gesehen? Ja, dahinter. Oh, super. Dann such mal nach Penne. Hast du Penne entdeckt? Ja. Hast du Gnocchis entdeckt? Ja. Was entdeckst du noch? Ich habe Kacke gesehen. Hast du Kacke gesehen? Ja, da. Ihh, Riesenhaufen? Ja. Ihh, von... Das war so ein Aalkopfhaar.
Oh, hat der Maulwurf jetzt auch auf dem Kopf? Oh nein. Wer ist süß? Du. Ich bin süß? Das ist auch süß. Ja, wir sind beide süß, okay? Lien, du bist mein Schatzi. Ja, du bist eine gute Mama. Aber Leute, wisst ihr, warum ich dieses Spiel mache? Ganz weg. Ja, noch ist sie weg, aber gleich ist sie da. Das Spielchen mit den Spaghettis mache ich, weil Lien will immer, dass ich... guck mal raus und hör mir mal nicht zu. Der will immer, dass ich ihm die Hand gebe. Und das tut halt irgendwann voll weh, wenn ich meine Hand die ganze Zeit nach hinten gebe. Seht ihr? Toll. Das ist das Alter, wo man nicht mal mehr irgendwas sagen kann, weil die es direkt checken. Oh, Lien! Und hast du draußen geguckt, ob auch Tagliatelle draußen ist? Ich sehe keine Tagliatelle. Keine Tagliatelle? Siehst du Fusilli? Fusilli, Fusilli. Zurück im Auto. Wir hatten jetzt gerade eine Stunde Turnen. War es schön, Lien? Was? Ich verstehe dich nicht. Sag mal, war es schön, ja oder ja? Ja. War gut? Wollen wir nächstes Mal wieder hin? Ja. Sehr schön. Ja, hat Spaß gemacht. War wirklich cool. Die Eltern waren cool. Die Kids waren cool. Es waren alles mögliche an Stationen und Matten aufgebaut. Das ist schon mal eine coole Nummer. Also, die Nadine und Basti sind jetzt weg. Wir haben jetzt aber ziemlich lange gerade Codenames gespielt, was eigentlich voll cool ist. Wer hat am meisten gewonnen? Ich. Hallo. Oh, weißt du, auch, bitte. Fühlt sich gerade an, als ob Tobi hier sitzt. Wer hat am meisten gewonnen? Ich. Naja, aber ja, leider war. Er hat wirklich am meisten gewonnen, aber nicht, weil du so gut warst. Das war schon viel Glück. Also, ne? Ich sag nur Atlantis. Ja, ja. Und was sollte ich noch sagen? Was war das andere? Weiß ich nicht. Ach so, Rom. Rom, genau. Rom. Rom. Okay. Eingeloggt. ja, nee, war sehr, sehr cool. Wir haben gut gegessen. Lien pennt schön. Ich gehe jetzt auch ins Bett schlafen. Und ja. Demnach war das ein entspannter Abend und ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!